Hallo und herzlich willkommen hier zu Empire Gaming. Ich habe das Vergnügen, euch das Platinum Add-on vorzustellen mit den neuen Glasmaschinen für den Landwirtschaftssimulator 19. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Ich bin eigentlich sehr begeistert, aber auch ein bisschen enttäuscht. Wir fangen direkt an mit einem Kritikpunkt. Es ist leider keine Karte dabei. Warum, weiß ich nicht. Ich finde es einfach nur schade. Es war bis jetzt immer eine Karte dabei. Gut, diesmal ist keine Karte dabei. Für mich als Riesenglas wäre natürlich überhaupt kein Problem. Aber den einen oder anderen wird es ein bisschen stören. Ich würde sagen, wir gehen mal eben in den Shop rein und gucken uns einfach mal im Shop an, was Klaas uns hier beschert. Wir haben hier einmal den Jaguar 980 bis 930 in verschiedenen Ausführungen konfigurierbar. Wir haben einmal Reifenhersteller, Mitas und Trelleborg und Michelin. Dann können wir wählen zwischen Breitreifen, Standard. Können wir hier noch? Nee, das war's. Dann können wir hier natürlich aufrüsten auf 970, 980 und das Ernterohr. Das können wir wählen zwischen kurz, extra lang und lang und normal. Finde ich eigentlich sehr schick. Dann haben wir hier das neue Flaggschiff, den 960er Terra Truck. Die ganze Geschichte sieht dann so aus. Auch hier können wir wieder Hersteller wählen. Da ändert sich natürlich nur der Reifen hinten. Das Entladerohr können wir auch wieder von Standard auf extra lang und wieder Standard wählen. Dann haben wir hier das Orbis 750. Hier bei den Orbis können wir nichts ändern. Und das Orbis ist 7,50 Meter breit. Wie der Name schon sagt, ebenso beim Orbis 900. Und dann haben wir hier den Pickup 300 und das Direct Disc 500 mit dem passenden Direct Disc Trailer zum Transportieren des Mähwerks. Ja, dann haben wir in der mähdrescher Abteilung den Klaas Tucano 580. Da gehen wir mal rein. Dort können wir nämlich auch ändern den Hersteller und ja, das war es eigentlich schon bei diesem Gerät. Nein, will ich nicht kaufen. Dann haben wir das Vario 770 passend zu diesem Mähdrescher. Und ein Trailer dazu. Zu dem Trailer muss ich sagen, Glückwunsch an Giants, ihr habt es endlich mal geschafft, passende Trailer für die Schneidwerke zu basteln. Es hat bis jetzt nie gepasst. Also wenn ich denke, das große Schneidwerk für den John Deere oder so, es hat nie auf den Trailer gepasst. Naja, gut. Anderes Thema. Dann haben wir hier noch den Maispflücker für Mais und Sonnenblumen. Dann haben wir natürlich den Lexion 8900 mit fetten 790 PS. Kettenlaufwerk und das ist ein richtig fettes Teil. Und dazu haben wir natürlich auch das passende Schneidwerk. Das Convio 1230 mit 12,30 Meter Arbeitsbreite ist richtig fett und dazu auch einen schönen Schneidwerkswagen. Den Convio 1230 Trailer. Und dann gibt es noch den Curio 1275C.
dem Maispflücker. Auch dazu gibt es einen Trailer, der ist nämlich nicht zusammenklappbar, der wird einfach auf den Trailer transportiert. So, dann haben wir hier zwei Transportwagen für Mais oder halt sonstige Früchte. Das ist der Cargos 7600 oder der Cargos, Entschuldigung, Cargos 750 und natürlich der Cargos 760, jeweils als einmal hier der kleinere mit Doppelachse und der andere mit Dreifachachse. Und dann haben wir hier den Cargos 905, 9500. Was habe ich denn heute mit meinen Zahlen? Auch als Dreiachser, als Ladewagen oder halt für Maistransport. Ich finde schade, dass Klaas wieder einen Ladewagen gemacht hat, der nur Tridem ist und nicht Tandem. Ich hätte mir persönlich noch ein Tandem gewünscht, aber ist nochmal so, vielleicht kommt ja da was nach. So, jetzt kommen wir zu der Abteilung Schlepper. Da haben wir eine ganze Menge. Wir haben den Arion 460-410 mit 90 PS, 40 km/h. Da können wir eine Menge ändern. Wir können einmal die Hersteller ändern. Einmal hier mit Nokian-Reifen, Trelleborg. Und hier können wir auch die Reifenvariante ändern. Einmal hinten mit Zwillingsbereifung noch oder nur Pflegebereifung. Breitreifen und Gewichte. Breitreifen, Radgewichte, Standard. Dann können wir natürlich hier die Motorausführung ändern. Und wir können hier das Design noch ändern. Einmal in mit so Panorama oder einmal in Standard. Auch hier können wir natürlich ein Frontlader anbauen. So, jetzt gehen wir zu dem Arion 610 bis 660. Leistungsmäßig richtig dick. Geht hin bis 205 PS. Auch hier können wir die Reifen ändern. Pflegebereifung, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung hinten, Breitreifen, Radgewichte, Breitreifen, Trelleborg, Michelin und Nokian. So, jetzt gehen wir in die Axion-Kategorie. Das ist der Axion 800 bis 870. Mit 100, mit 205 PS, der kleinste und der größte hat 295 PS, das ist schon eine gute Leistung. Und hier können wir halt auch Doppelbereifung vorne hinten oder nur hinten, Breitreifengewichte, Breitreifen, Radgewichte und Standard. Dann gehen wir hier zu dem größten Axion, das ist der Axion 920 und der 960 von 325 PS bis 445 PS. Das ist schon eine ganze Menge, da kann man ziemlich viel mitmachen. Auch hier Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung hinten, Breitreifen, Gewichte, Breitreifen, Radgewichte und Standard. So. Jetzt, liebe Leute, kommen wir zu dem Flaggschiff, dem Xerion 4000 oder dem Xerion 5000. Auch hier können wir die Reifen von Trelleborg auf Michelin ändern und Mitas sagt mir persönlich nicht so viel, aber hier haben wir wirklich viel Auswahlmöglichkeiten an den Konfiguration des Reifens. Wir haben einmal die Standardbereifung, Breitreifen, Zwillingsbereifung, Pflegebereifung für ein Xerion, Leute. Ich habe noch nie ein Xerion mit Pflegebereifung gesehen. Wer das schon mal gesehen hat, schreibt es mal bitte in die Kommentare rein. Es ist Wahnsinn. Und Standard.
So. So viel dazu. Dann haben wir ein 600-Kilo-Gewicht, ein 900-Kilo-Gewicht und ein 1800-Gewicht, was eigentlich speziell für den Xerion da ist. Das passt auch sehr gut dahin. Dann haben wir zwei Frontlader, einmal den FL120C und den FL140C. So, dann haben wir das Disco 3600 FC und das Disco 1100C, die Mähwerke. Dann haben wir Radlader, den Thorion 639 und den Thorion 956 Sinus und natürlich den Scorpion 1033. Da gehe ich mal eben in den Shop rein, weil dort können wir auch von Nokian umändern auf Trelleborg. Und dort können wir auch Breitreifen amontieren. Finde ich sehr schick, diesen Scorpion. Und dann haben wir noch einen Radler, und zwar den Thorion 1914. Und jetzt geht's zu den Pressen, Leute. Wir haben die Klaas Roland 455 RC Univrap. Und hier können wir die Folien ändern. In Grün, Rot, Schwarz und Weiß. Folien ändern, warum? Für alle, die es nicht kennen, Klaas hatte mich hier so was Schönes, Schickes hier gebaut, wo man einfach hier pressen kann und gleichzeitig wird hinten gewickelt. Auch hier können wir von Trelleborg auf Michelin ändern, wie ihr gerne möchtet. So, und dann haben wir hier die Quaderbeinpresse, die Klaas Quadrant 5300 FC. Auch ein richtig schönes Teil für Quaderbein zu pressen. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, dann gibt es noch ein kleines Schmankerl. Und zwar ist das der Dominator 108 SL Maxi. Und das passende Schneidwerk dazu, das C510. Auch dazu gibt es einen passenden Trailer, den C510 Trailer. Und noch ein Thorion 1914 Deathmool in so einer Tarnlackierung. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal im Spiel an. Wir fangen an mit dem Klaas Jaguar 980 und dem kleinen Orbis. Ich klappe das Ganze hier mal aus. Sehr interessant finde ich die Animation vom Ein- und Ausklappen des Jaguars. Wir gehen mal hier in die Kabine rein, auch richtig schön gemacht. Ach ja. Das will er wieder nicht. Ich muss hier mal ein bisschen vorfahren. Er will mich ärgern. Berühmter Vorführeffekt. Ich bräuchte jetzt natürlich jemanden, der mir hier einen Anhänger fährt, aber habe ich nicht. Also. So. Auch richtig geile Einzugsanimation. Ihr seht, der Mais wird hier richtig schön eingezogen nach innen. Ich steige mal hier in meinen Axion 960 und dann fahren wir mal hier eine kleine Runde. Fahren mal ein bisschen vor, dass wir hier ein bisschen was sehen. Ist das nicht ein Bild für die Götter, Leute? Es ist einfach nur geil und schick. Gehen wir zum großen Bruder, zum 960 Terratrak. Und ich habe hier das lange Rohr, die lange Pipe anmontiert. Die klappen wir mal aus. Und packen wir hier das Schneidwerk aus. Das Ganze sieht dann so aus. Sehr schick. Und
Wir häckseln einfach mal was. Auch hier. Ich hoffe, ich will mal gucken, dass ich hier die Animation sehe. Ja. Der Mais wird richtig schön eingezogen. Gefällt mir auch richtig gut hier. Auch die Innenansicht ist nicht zu verachten bei diesem Gerät hier. Leider haben wir ja, wieder Spiegel, die uns nicht allzu viel nützen, weil wenn ich hier auf die Innenansicht gehe, sehe ich kaum was von den Spiegeln. Das finde ich leider ein bisschen schade. Aber so ist das halt. Ja, dann haben wir noch mal den Jaguar 940 hier mit dem, ja, ich steig mal aus. Ups. Mit dem Pickup 300. Auch sehr schön gemacht. Und ich würde sagen, wir klappen das ganze Ding mal auseinander. Da fahren die Räder aus. Die Weizen gehen nach unten. Und wir schmeißen die ganze Geschichte mal an. So sieht das Ganze dann aus. Ich mache mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter, dass wir hier ein bisschen was sehen. Und auch hier eigentlich schön gemacht, von der Animation her. Gefällt mir sehr gut. Vor allen Dingen, Leute, ich bin so froh, dass es nicht mehr diese, dass man nicht mehr mit dieser hässlichen gelben Kiste rumfahren muss. Krone ist ja ganz schön und nett, aber endlich mal ein neuer Häcksler, der richtig geil ist. Und Klaas ist mit führend auf dem Markt, was Feldhäcksler angeht. Dort haben wir richtig geile Maschinen am Start. Dann haben wir natürlich noch den Jaguar hier mit dem Disc. Ihr seht, es passt richtig geil hier auf den Trailer drauf. Das Ganze kuppeln wir mal an und schauen mal, wie das ausschaut. So, Pipe ausfahren. Müssen wir das Ding auch irgendwie ausklappen? Ne, scheinbar nicht. Ich hoffe, er macht jetzt was. Natürlich nicht. Vorführeffekt. Ich habe kein Dings dran. Gut, das war das. Aber ihr seht ganz schön hier, die Messer drehen sich, bewegen sich, die Schläuche sind alle schön gemacht. Auch sehr geschickt zum Gras häckseln. Ja, wir sind auch schon bei den Mähdreschern. Hier haben wir den Klaas Tucano. Ich habe hier das Schneidwerk schon mal angehangen. Wir klappen den jetzt einfach mal auseinander. Die Klappe fährt oben hoch und die Treppe fährt aus. Sehr schön gemacht, die Animation. Und auch hier haben wir schön einen schönen Innenraum. Können auch schön in den Tank gucken. Und ich gehe mal hier nach außen rein. Auch hier ist der Gutschluss eigentlich recht schön animiert. Schön gemacht. Gefällt mir sehr gut.
muss ich auf jeden Fall sagen, was hier die Dresche angeht, richtig schick. Und hier haben wir auch schon den großen Bruder, den Lexion 8900. Ein richtig fettes Teil. Und ich gehe mal eben hier rüber. Ihr seht, ich habe das Schneidwerk bewusst hier auf dem Wagen drauf. Es ist so, wie es gehört. Ich kann um Kurven fahren. Es hängt nichts über. Es eiert nichts. Es kratzt nichts. Es fällt nichts runter. Glückwunsch euren Giants, dass ihr es endlich geschafft habt, einen passenden Schneidwerkswagen zu bauen. Vielen lieben Dank. Wollen wir mal gucken, dass wir das Ding hier mal unbeschadet drankriegen. Ein bisschen vor, noch was. So. Das ist dran. Und wir klappen die ganze Geschichte mal aus. Treppe fährt aus. Hier der Tank wird aufgeklappt. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal schön in die Frucht rein. Am besten ohne reinzufahren. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Warum nicht? Das werden wir mal eben schnell beheben. Ach. So, jetzt aber. Bitteschön. Wir haben hier diese bekannte, ich sag mal blöd, Schleudertechnik, aber es sieht richtig, richtig gut aus. Auch hier diese, die das Stroh, das Gehäckselte verteilen, ist richtig gut geworden, gut animiert, gefällt mir sehr gut. Wir fahren mal diese Bahn, oder wir gehen mal so lange in den Innenraum. Der ist nämlich auch sehr schön geworden. Ähnlich wie beim Tucano. Hier das Glas Cebes Terminal und Monitor mit dem Multifunktions-Joystick. Schöne Sache. Auch hier oben haben wir Klimaanlage, diverse Knöpfe und auch hier können wir gut in den Tank gucken. Und hier, warte mal, das zeige ich mal eben. So, jetzt haben wir hier auf Strohhäckseln und ich schalte mal um auf Schwattablage. Bitteschön. Klappt schön runter. Und wir legen jetzt mal hier schön ein Schwatt ab. Auch das gut animiert. Spatt fällt gut hin und die Reste fliegen raus. Auch hier die Animation in den Korntank ist sehr geil gelöst. Vor allen Dingen interessant ist auch hier diese, diese Schnecke, die, wenn der Tank voll ist, die das Getreide dann einfach noch höher transportiert, um die volle Kapazität hier des, des Tankes auszunutzen, finde ich auch sehr schön. Gefällt mir echt gut. Das war der Klaas Tucano. So, und jetzt kommen wir zu was ganz Besonderem. Und zwar ist das hier
der Lexion mit dem besagten Maislücker. Und da gucken wir uns mal ganz genau die Animation des Ausklappens an. Sieht nämlich recht lustig aus. Da ploppen die Dinger alle nacheinander wie die Orgelpfeifen raus. So, das war die letzte. Und jetzt klappen wir natürlich noch hier den Korntank auf. Und ab geht die Post. Auch hier die Animation recht schön gemacht. Gefällt mir auch recht gut. Hier sieht man die großen Stücke rausliegen. Schöne Sache. So, jetzt haben wir noch den Class Dominator, den es hier als kleines Zusatzpaket gibt. Auch hier klappen wir mal auf. Das ist natürlich ein altes Schätzchen. Noch hier mit analogem Tacho und den ganzen Knöpfen hier recht analog, wie das so in den 80er, 90er Jahren war. Und hier gucken wir auch mal rein. Ja, das ist ein altes Schätzchen. Da klappert und eiert noch recht viel. Das ist alte Technik. Aber auch sehr schön gemacht. Wir gehen mal rein. Wir haben hier eigentlich dadurch, dass das Schneidwerk nicht so breit ist, eine gute Sicht über das komplette Schneidwerk. Gefällt mir sehr gut. Auch hier noch mit Funk drin, Radio, ein altes UKW-Radio drin. Recht geiles Modell. Gefällt mir auch richtig gut. So. Jetzt haben wir natürlich das Stroh da liegen. Das pressen wir jetzt natürlich womit? Mit unserem 5000er Xerion und der Class Quadrant. Ich guck mal, dass ich hier ein bisschen was wegkomme, dass ich hier mal ein bisschen was von der Ausklappanimation, das, hoppala, Vorführeffekt, gut, einmal Klappe hinten auf, Pickup runter und Vollgas. So, jetzt Vollgas. Auch hier gefederter Sitz, komplett gefedertes Terminal. Schon eine coole Sache. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie die Spur halten kann. Dass wir hier... Nein, kann ich natürlich nicht. Wir haben schon den ersten Ballen ausgeworfen. Sehr gut. Das wollte ich euch nämlich mal zeigen, wie das aussieht. Auch die Ballen, die rutschen schön sanft aufs Feld drauf, so wie sich das gehört. Wo Quaderballen sind, sind Rundballen natürlich auch nicht weit. Wir haben natürlich hier unsere Class Univrap dafür. Ich hoffe, dass ich jetzt hier das Richtige gewählt habe. Auch diese werden wir jetzt mal hier anschalten. Und dort haben wir... Tempomat. Schauen wir mal. Ich gehe einfach mal hinter die Maschine und dann schauen wir mal, was passiert. Er entlädt automatisch. Ich hab's selber noch nicht
ausprobiert, das erste Mal, da ich das jetzt hier probiere. Und schon können wir hier weiterpressen. Geile Geschichte. Ich muss manuell abladen, okay. Ich dachte, das macht er jetzt auch automatisch. Na gut, nicht schlimm. Wir gucken uns mal hier diesen Wickelvorgang was genauer an. Ist auch cool gemacht. Schnipp und ab und Z abladen. Auch von hier schöne Animation der Aufnahme. Die Schläuche bewegen sich, alle sind da, wo sie hingehören. Das könnte ich eigentlich mal gucken. Das ist eine gute Idee, apropos Schläuche und hast du nicht gesehen. Es ist wirklich alles da, wo es hingehört. Schöne Sache. So, und wir haben natürlich auch hier den Ladewagen. Den werde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich muss nur mal gucken, dass ich hier irgendwie einen freien Schwatt finde. Den haben wir hier. So, Pickup runter. Aufladen. Und Knallgas. Auch schön gemacht. Na, gehen wir hier mal ein bisschen raus und gucken uns das Ganze mal von innen an. Schöne Sache. Auch ein sehr schönes Modell, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich recht gut. Dann liebe Leute von Giants, wundert euch nicht, warum hat der Knallkorb jetzt hier das Mähwerk falsch rum angebaut? Kann ich euch sagen, zeige ich euch jetzt. Und das ist was, was mich persönlich sehr ärgert. Ich habe hier eigentlich, ich habe hier das erste Mähwerk und normalerweise kommt das Frontmähwerk da dran und ich kann fahren, wie es sich gehört. Aber dieses Teil hier kann ich wieder an- oder abbauen oder da irgendwas konfigurieren. Und da frage ich mich, warum zum Henker kann man nicht das Frontmähwerk hinten an das Heckmähwerk anbauen, wie es bei Pöttinger der Fall ist. Klaas hat diese Mähwerke und gerade beim Xerion, der Xerion ist durch die drehbare Kabine nur mal perfekt zu mähen, einfach Mähwerk hinten dran und dann Kabine drehen und schön mit Freisicht mähen. Warum zum Henker habt ihr Leute von Giants das gemacht? Nicht auf die Kette bekommen, warum ist es so, wie es ist. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil eigentlich sieht diese Geschichte nämlich so aus. So wird gemäht, Leute. Aufklappen. Aufklappen. Runter damit, anschmeißen. Und mähen. Ich habe perfekte Sicht hier aufs Mähwerk. So wird gemäht mit dem Skerion und nicht anders. Also bin ich doch im Moment wieder gezwungen, dieses blöde Pöttinger Mähwerk zu nehmen, was farblich eigentlich gar nicht dazu passt. Und dass ich so mähen kann in dieser Konfiguration.
Ich hoffe, Giants patcht das noch irgendwie nach oder reicht da noch was nach. Würde mich doch sehr freuen, wenn das noch irgendwie behoben würde. Ja, so viel dazu. Dann haben wir nochmal den Arion. Da habe ich mal eben hier die Pflegebereifung drauf gemacht und habe den Rübenruder dran gehangen, weil das passt nämlich eigentlich auch perfekt. Runter damit und roden. Ich habe keinen Zugriff zu diesem Land. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Aber Leute, die meine alten Videos kennen, es wird nichts geschnitten. Es wird einfach gemacht. So. Also. Auch hier passt sehr gut mit der Pflegebereifung. Perfekt, das ist auch die ideale Maschine dafür. Kann man super mit arbeiten. Gefällt mir echt gut. Man hat auch eine relativ gute Sicht. Nach vorne sowie auch nach hinten. Echt schick. Ja, dann haben wir natürlich noch diese Konfiguration hier. Wofür ist ein Xerion da? Natürlich, um Power ohne Ende aufs Feld zu bringen. Und ich habe hier mir mal den größten Grubber rausgesucht, den es hier gibt. Und der zieht natürlich sowas hier ganz locker weg. Der geht hier durch wie nix und vor allen Dingen auch dieses typisch geile Xerion-Geräusch. Wenn Xerion richtig arbeitet oder Gas gibt, das ist einfach Gänsehaut pur. Ihr merkt, ich bin echt glasverrückt, aber es ist schon eine geile Maschine. Auch hier mit Zwillingsbereifung, seht ihr den mal. Und durch diese Allradlenkung schön wendig. Schick. Ja, dann habe ich mal hier sämtliche Schlepper mal in eine Reihe gepackt. Und es ist gar nicht so wenig. Hier haben wir den kleinen. Den kleinen Arion 410, den 610, den 600er, den Axion 800, den großen Axion und natürlich den Xerion 4000. Damit aber noch nicht genug. Wir haben natürlich noch diverse Radlader und das ist auch gar nicht so wenig. Wir haben hier, ich gehe mal hier rüber, den kleinen Torion, schön, leicht und handlich als Knicklenker. Dann haben wir hier den größeren Torion und den Scorpion, den fahre ich mal ein bisschen vor. Auch sehr schick. Und hier ist natürlich auch schön der Joystick animiert. Perfekt zum Beinladen. Vielleicht natürlich auch gut für die nächste Farming-Simulator Champions League. Championship. Mal gucken. Ja, dann haben wir hier den ganz großen Radlader. Auch hier gehen wir mal eben in den Innenraum rein. Joystick
schön animiert. Schickes Teil. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine kleine Pause. Wir sind auch schon lange genug dabei. Ich hoffe, ich habe euch grob mal so die Maschinen zeigen können. Ich denke, ich mache jetzt wirklich wieder mal ein paar mehr Videos mit den Klaas-Maschinen. Einfach mal ein bisschen was, ja, einfach mal Feldarbeit machen. Mal richtig wieder schön ackern. Und wo es dieses Klaas-Addon gibt, habe ich eigentlich mal wieder Bock auf eine richtig geile, fette Aktion mit euch. Irgendwie Maishäckseln ohne Ende, hier ein paar Jaguars übers Feld jagen und einfach nur Mais kloppen, wie die Irren. Mais runterholen, was geht. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Tut mir leid für meine paar Versprecher. Bis dahin. Ciao, euer Josh, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir ein Däumchen da, lasst mir ein Abo da. Ciao, euer Josh.